Moin Leute, ich bin bei Laufschuh von Brunner zu Gast und habe hinten das Lager leer geräumt. Und was die hier wieder für frische neue Laufschuhe am Start haben, das erzählen euch dir jetzt Roman und Gregor. Viel Spaß! Heute möchte ich euch die Firma Vecha bzw. den Marlin vorstellen von Vecha. Wir gucken uns jetzt aber erstmal so ein bisschen die Firma Vecha an. Das Ganze hat einen triftigen Grund und zwar ist die Firma neu bei uns im Programm. Einfach aus dem Grund, weil das Thema Nachhaltigkeit immer präsenter wird. Die Firma Vecha arbeitet in dem Bereich seit 2005, wurde auch aus diesem Grund gegründet. Das heißt also Prio 1 Nachhaltigkeit bei der Firma. So, was heißt jetzt Nachhaltigkeit? Gehen wir direkt auf den Schuh drauf ein. Das heißt also, hier im Obermaterial arbeitet der Schuh mit einem Knitverfahren und das Material ist aus 100% recycelten PET-Flaschen. Wenn wir uns jetzt die Ferse anschauen, sehen wir hier eine Fersenkonstruktion, eine Fersenkappe, so wie man die vielleicht bei anderen Herstellern auch kennt, aus Plastik. Hier ist das Material aus 100% Rizinusöl gefertigt. Dann kommen wir jetzt zum Kernstück oder zum Herzstück des Schuhs, was mit Sicherheit die Zwischensohle ist. Die Zwischensohle ist aus Naturkautschuk, Latex und Biomüllabfällen gefertigt, das heißt also Zuckerrohr oder Reisreste zum Beispiel auch. Die Intention dahinter ist, eine Zwischensohle zu fertigen mit möglichst wenig Erdölanteil. Das auch so die oberste Prämisse bei der Firma, inklusive die Transparenz. Auch da, das ist ein großer Kernpunkt bei der Firma. Auch die Außensohle, die sehr griffig ist beim Laufen, wie ich finde, ist aus Palmöl und Reisresten produziert. Trotzdem, man könnte sich jetzt vorstellen, okay, jetzt habe ich irgendwie Reis unterm Fuß oder sowas. Natürlich eine schöne hohe Abriebfestigkeit, also auch da eine gewisse Langlebigkeit. Kommen wir zum Läufertyp, da mit Sicherheit für Läufer, die leicht bis mittelschwer sind. Natürlich können auch schwere Läufer den Schuh laufen, wo wir dann da natürlich so ein bisschen an der Stellschraube der Langlebigkeit drehen müssten. Ansonsten ein sehr direkter Laufschuh, ein schön dynamischer Laufschuh für die unterschiedlichsten Untergründe. Das heißt auch da klassisch wieder Asphalt, Schotter, befestigte Waldwege. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Nachhaltigkeit bei Vecha habt, meldet euch gerne bei uns, schreibt in die Kommentare rein. Wir helfen euch da auf jeden Fall super gerne weiter. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach hier unten abonnieren, weil dann verpasst du das nächste Video nicht. Und welche Videos wir schon gedreht haben, siehst du hier oben und ich bin mir ganz sicher, die werden dir auch gefallen. Und wenn dir ein Schuh fehlt in unserer kleinen Playlist, dann schreib das einfach mal unten in die Kommentare. Ich glaube, die haben hier genug Schuhe.